Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Wir werden heute unser nächstes Gehege bauen und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe schon angefangen, bin schon fleißig am Terrain bearbeiten und so einen kleinen Berg bauen. Was ich hier vorhabe, das verrate ich noch nicht, das werdet ihr gleich sehen. Ja, ich wollte halt so ein bisschen was ausprobieren, logischerweise war ja die Beta und die Beta ist immerhin da, um Sachen auszuprobieren. Und der wichtigste Punkt für mich persönlich war immer, dass ich mich verbessere im Bauen im Planet Zoo. Weil ich kannte das Bausystem von Planet Zoo ja noch so gar nicht. Ich habe vorher nie Planet Coaster gespielt und ja, war das Ganze noch für mich sehr, sehr fremd und sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Und deswegen habe ich mir immer von Gehege zu Gehege eine neue Herausforderung gesetzt. Einfach, damit ich so ein bisschen besser in das Bausystem von Planet Zoo hereinkomme und mich nach und nach immer so ein bisschen mehr verbessere. Was ich noch eben dazu erwähnen kann, ist, ich werde nicht mehr so einen zusammenhängenden Zoo bauen, wie wir es jetzt bisher gemacht haben, mit Eingangsbereich, dann der Afrika-Bereich und sowas, sondern ich werde mir immer einzelne Tiere raussuchen und dann für diese Tiere schöne Gehege bauen, einfach um so ein bisschen mehr ausprobieren zu können und so ein bisschen schneller voranzukommen, weil wenn man so einen ganzen Zoo baut, dann muss man immer Übergänge zwischen den Bereichen und sowas machen und das frisst alles Zeit und ihr wisst ja, die Beta war sehr begrenzt in der Zeit. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt einfach immer Gehege für Gehege zu bauen. Und ja, dadurch haben wir einfach so ein bisschen mehr Erfolge, konnten ein bisschen mehr ausprobieren. Und ich würde sagen, ihr lasst euch einfach überraschen. Also wir werden jetzt immer nach und nach das nächste Gehege bauen. Meistens sind für jedes Gehege ungefähr 2 Videos angesetzt, weil ich das Ganze nicht in einem Video geschafft habe. Aber es gibt auch Gehege, die habe ich in einem Video geschafft, weil die halt nicht so aufwendig und kompliziert waren. Kommen wir jetzt erstmal dazu, was ich hier überhaupt für dieses Gehege geplant habe und was ich hier gerade im Hintergrund überbaue, weil ich habe jetzt ja schon sehr viel gebaut, ohne überhaupt darauf einzugehen. Ihr habt es ja sicherlich schon am Titel oder am Thumbnail erkannt. In dieses Gehege sollen Grizzlybären. Ich habe mich sehr auf Grizzlybären gefreut, habe sie zu dem Zeitpunkt auch noch nicht einmal freigelassen, aber ich finde Grizzlybären sind sehr coole Tiere und deswegen habe ich mich auch als erstes dafür entschieden, nach den Löwen ein Grizzlybärengehege zu bauen. Das Ganze sollte sowas wie ein Talgehege werden. Das heißt, das Gehege ist komplett von einem Berg. Ja, was heißt komplett von der Vorderseite jetzt nicht, aber ansonsten von so einer U-Form mit einem Berg umschlungen und oben rüber sollte eine Brücke führen, weil ich wollte einfach ausprobieren, wie es ist und ob ich es hinbekomme, eine Brücke in Planet Zoo zu bauen. Ich hatte am Anfang geplant, das Ganze direkt am Terrain entlang zu führen, aber ich fand dann irgendwie den Übergang nicht so schön, deswegen habe ich mich dann doch entschieden, das Terrain direkt an der Brücke nochmal zu entfernen und das Ganze mit Klippen auszutauschen. Ich finde, Klippen sind mega, mega wichtig bei dem Spiel. Mit den Klippen kann man so viel gute Sachen bauen, so viele schöne Formen bauen, das Ganze so natürlich wirken lassen. Also, das ist richtig cool. Ich glaube, mit Klippen kann man wirklich viel, viel Zeit in Planet Zoo verbringen. Also, da kann man richtig Stunden investieren, damit diese ganzen Felsen und Klippen vernünftig angeordnet und platziert sind. Aber ich hatte natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, das ist hier eine Beta. Der Zoo wird verschwinden, sobald die Beta vorbei ist. Deswegen habe ich dann die Zeit doch so ein bisschen begrenzt und relativ viel kopiert und wieder eingefügt bei den Klippen. Das werdet ihr später noch sehen. Aber ich habe mir natürlich trotzdem Mühe gegeben, weil ich wollte natürlich, dass wir hier ein schönes Ergebnis erzielen. Ihr seht jetzt schon das erste Mal, wo ich so ein bisschen faul bin und das Ganze nicht nochmal neu platziere, sondern einfach kopiere von der anderen Seite. Ich nehme einfach von der einen Seite der Brücke das Ganze, drehe das einmal und packe es auf die andere Seite, ändere dann noch den ein oder anderen Berg, oder nicht Berg, den ein oder anderen Felsen, damit das Ganze nicht ganz so identisch aussieht. Und ja, dann habe ich das Ganze so mir so ein bisschen erleichtert halt, ne? Als nächstes habe ich mir nochmal das Terrain-Tool geschnappt und hier unten schon mal so eine kleine provisorische Wasserfläche eingezeichnet. Das Ganze werden wir gleich mit Wasser füllen und ja, so wird das Ganze nicht bleiben. Ich habe das jetzt erstmal nur gemacht, damit man ungefähr eine Stelle hat, wo dann später unser erster Wasserfall hin soll. Ich habe noch nie vorher einen Wasserfall gebaut im Planet Zoo und habe mir halt die Herausforderung gestellt, in diesem Gehege mal unseren ersten Wasserfall zu bauen. Das ist im Planet Zoo auch wirklich komplett anders als in anderen Spielen.
man macht das Ganze nicht, indem man oben ein Gewässer macht und unten eins und dann werden die automatisch verbunden oder sowas. Man macht das Ganze alles so rein optisch mit solchen Düsen, die werdet ihr gleich auch noch sehen. Genau, da seht ihr schon die schwarzen Düsen, die versteckt man dann so ein bisschen in dem Felsen am besten und da sprudelt dann halt das Wasser raus, wie ihr seht. Und für einen Wasserfall gibt es drei verschiedene Arten, nämlich einmal oben, das ist dieses Sprudeln oben, dann gibt es Mitte, das ist das Wasser, was im Endeffekt dann an der Klippe runterläuft und unten gibt es dann auch nochmal so ein Geplätschere, wo das Wasser sozusagen auf dem anderen Wasser unten aufprallt. Und ja, das kann man halt so ein bisschen kombinieren und ich habe mir halt gedacht, dass ich in diesem Wasserfall nochmal so ein paar, ja, Vorsprünge und sowas mache, das werdet ihr auch gleich sehen, damit wir dort dann auch nochmal solche Stellen machen, wie zum Beispiel jetzt hier oben, wo das Wasser dann nochmal so ein bisschen, ja, aufprallt und so ein bisschen übersprenkelt. Hier seht ihr das Ganze jetzt. Ich lasse jetzt hier nämlich den länglichen Felsen hier so ein bisschen überstehen und dort werde ich dann gleich auch nochmal so eine Düse platzieren, damit das Ganze nochmal so aussieht, als wenn das Wasser wirklich auf diesem Vorsprung aufprallt und nochmal so ein bisschen spritzt. Ist jetzt schwer zu beschreiben, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine und ihr werdet es ja auch gleich sehen. Genau, hier platziere ich nämlich jetzt nochmal so einen Sprenkler da auf dem anderen Wasserfall, wie ihr seht. Und ja, ich versuche es halt so zu machen oder so zu gestalten, dass es wirklich so aussieht, als wenn das Wasser auf diese Klippe nochmal aufprallt und nochmal so ein bisschen nach vorne spritzt und nochmal da so vorne drüber läuft. Das habe ich zumindest versucht. Ich finde auch, dass ich das relativ gut hinbekommen habe. Das habe ich auch noch links auf der Seite so ein bisschen gemacht. Und jetzt seht ihr auch, wie ich unten ja, das aufprallende Wasser sozusagen erzeuge. Und ich finde das System eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, bei Planet Zoo, wie man einen Wasserfall baut. Ich glaube, es könnte auch echt cool sein, wenn man oben dann auch nochmal irgendwie Wasser hat. Aber man kann ja Wasser nicht so richtig runterlaufen lassen an der Klippe. Also ich glaube, so einen richtig fließenden, krassen Wasserfall wird schwierig, das zu bauen. Vielleicht wird das ja gehen, wenn wir das Originalspiel dann haben. Aber ja, ich weiß halt nicht. Also ich kenne es halt von Roller Coaster Tycoon zum Beispiel. Ist jetzt ein Beispiel, was mir direkt einfällt. Da war es zum Beispiel so, wenn man erhöht Wasser hatte und unten Wasser, könnte man einfach auswählen, dass dort ein Wasserfall entsteht. Das wäre halt auch cool, wenn das hier irgendwie gehen würde. Aber vielleicht werden ja im Hauptspiel dann später, wenn es rauskommt, ja nochmal ein paar mehr Düsen sein, die dann auch so ein bisschen krasser fließendes Wasser erzeugen. Aber man könnte natürlich auch viele Düsen nebeneinander platzieren und dann wird logischerweise auch das fließende Wasser mehr. Das habe ich halt jetzt leider noch nicht ausprobiert, aber könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Im Hintergrund seht ihr jetzt auf jeden Fall wieder, dass ich faul bin und relativ viel kopiere, weil ich das Ganze einfach mit Klippen einmal ja, umschmücken wollte. Und das ist halt viel Arbeit und viel Aufwand bei so einer großen Klippenwand. Und ja, das funktioniert aber meiner Meinung nach relativ gut, wenn man hier kopiert, dann die ein oder andere Klippe nochmal tauscht und ändert, dann sieht das Ganze auch relativ natürlich aus. So, jetzt wo der Wasserfall und die Wand fertig war, habe ich jetzt nochmal mich so ein bisschen um das Wasser unten im Gehege gekümmert. Es war ja bis jetzt nur so ein bisschen provisorisch und ich habe eigentlich den alten Wasserverlauf nochmal komplett entfernt und verändert. Habe jetzt erstmal ausprobiert, wie es aussieht auf der rechten Seite. Hat mir nicht ganz so gut gefallen, deswegen habe ich es dann nochmal etwas anders lang fließen lassen. Nämlich hier auf der anderen Seite so ein bisschen geschwungen und am Ende des Geheges habe ich so einen kleinen Minisee nochmal gemacht. Und ja, die Form hat mir eigentlich recht gut gefallen. Das Ganze muss man dann natürlich am Rand immer noch so ein bisschen glätten, damit die Tiere auch aus dem Wasser rauskommen und in das Wasser reinkommen. Ist natürlich auch immer recht wichtig, aber das ist ja alles relativ leicht gemacht. Und so sah der Wasserfall und das Gewässer unten dann im Normaltempo aus. Ich finde, das sah schon recht cool aus für unseren ersten Wasserfall. Geht natürlich noch bei weitem besser, aber ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden, muss ich sagen. Im Gehege an sich dürfen natürlich unten am Wasser auch Klippen nicht fehlen, deswegen habe ich dort auch nochmal die ein oder andere so ein bisschen platziert, den einen oder anderen kleinen Stein. Wir haben ja den Grundriss von dem Gehege jetzt quasi fertig und deswegen geht es jetzt an die Einrichtung von dem Gehege. Die können wir natürlich jetzt auch erstmal nur vorläufig und provisorisch machen, weil wir natürlich die Grizzlybären noch nicht im Gehege haben. Die richtige Gestaltung, die werden wir machen, sobald die Grizzlys da sind, weil dann können wir auch sehen, wie viel Erde die Grizzlys brauchen, wie viele Pflanzen die Grizzlys brauchen, welche Pflanzen die Grizzlys brauchen und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen kann man das sogar schon
im Voraus nachgucken. Das ist ziemlich praktisch, weil man kann sich ja die Tiere in-game im Zoopedia, heißt es, glaube ich, angucken. Das ist sowas wie in Wikipedia, nur im Planet Zoo. Und da stehen dann halt auch wichtige Infos, welche Pflanzen die Tiere mögen, wie viel Wasser die Tiere brauchen im Gehege, wie viel Land und so weiter und so fort. Als nächstes kommen wir natürlich zu einer der wichtigsten Sachen, nämlich dem Gehegezaun. Der ist natürlich essentiell, damit unsere Tiere hier wissen, wo ihr Gehege ist und damit auch das Spiel weiß, wo das Gehege ist. Ich meine, wir hätten auch im Prinzip das komplette Gehege mit Klippen umranden können, das hätte auch funktioniert, aber man muss trotzdem natürlich immer so eine Barriere setzen. Man kann natürlich auch eine unsichtbare Barriere setzen, einfach damit das Spiel weiß, wo das Gehege für die Tiere festgelegt ist. Aber ich fand das eigentlich ganz gut, dass wir auf der Vorderseite noch so ein bisschen Zaun rausschauen haben. Also das habe ich dann auch so gelassen. Wir werden die Mauer von dem Zaun, also das Material, das ist jetzt gerade noch dieser Brick, den finde ich natürlich nicht so passend, den werden wir gleich noch in Holz ändern. Aber ihr seht ja gerade, ich bin noch so ein bisschen hier jetzt an den Klippen und am Verstecken so ein bisschen beschäftigt, damit das Ganze auch so aussieht, als wenn die Brücke wirklich auf diesen Felsen und auf den Klippen aufliegt. Als nächstes kommen wir dann zur Bepflanzung von dem Gehege. Ich habe einfach im Zoopedia nachgeschaut, welche Pflanzen die Grizzlybären mögen. Und dann habe ich einfach im Filter bei der Pflanzenauswahl eingestellt, einmal den Kontinent, das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war Nordamerika oder so. Und natürlich das Biom. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war, glaube ich, Taiga und... Ach, keine Ahnung, ist schon ein bisschen her. Ist ja auch an sich nicht so wichtig. Aber wenn man das Ganze im Filter einstellt, kann man eigentlich nicht mehr viel verkehrt machen, weil einem wirklich dann nur die Pflanzen angezeigt werden, die die Grizzlies auch mögen. Ich hatte bei der Auswahl diese vertrockneten, kaputten Bäume gesehen. Die fand ich richtig cool. Die wollte ich unbedingt in dem Gehege unterbringen. Und ich dachte mir, vielleicht kann man ja mit so umgekippten Baumstämmen irgendwie eine Brücke für die Grizzlies machen. Ja, war natürlich nicht so einfach, weil diese Baumstämme leider sehr viele Äste und Wurzeln und sowas haben. Aber ich habe dann versucht, irgendwie mit Brettern da halt quasi eine Brücke rüber zu bauen. Ob die Bären das dann am Ende benutzen können oder nicht, sei mal dahingestellt, weil ich glaube nicht, dass das Spiel so klug ist, dass die Bären dann darüber laufen. Und ich weiß auch nicht, ob das die Bären aushalten würde, weil so ein Grizzlybär, der wiegt natürlich einige... Oh, lass mich nicht lügen, wiegt der schon eine Tonne? Nee, wahrscheinlich wiegt der irgendwie 500 Kilo oder so, ne? Oder vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, weiß ich gar nicht genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung, wie schwer so ein Grizzlybär-Männchen ausgewachsen wird, weil die Männchen sind, glaube ich, größer als die Weibchen. Genau, aber ich habe dann mich einfach dazu entschieden, so ein paar Baumstämme da hinzulegen und dann einfach so ein paar Bretter so kreuz und quer, so wie es gerade mit den Ästen so ein bisschen passt, darüber zu legen. Ja, habe ich einfach gemacht, weil ich gerne diese Bäume da verwenden wollte und mal so ein bisschen ausprobieren wollte. Das Ganze wird wahrscheinlich funktional jetzt nicht so funktionieren, wie ich es gern hätte, aber einen optischen Effekt hat es ja trotzdem, ne? Fand ich deswegen eigentlich ganz okay. Und dann war ich schon damit fertig. Dann ging es wieder an die weitere Gestaltung von dem Gehege.
Mit der Brücke, muss ich sagen, war ich jetzt nicht so mega zufrieden. Aber ich dachte mir dann so, ach, passt schon. Ist ja, wie gesagt, nur die Beta. Ich wollte ein bisschen was auszuprobieren und wollte jetzt nicht zu viel Zeit noch in so ein kleines Deko-Element verschwenden. Hab sie dann einfach so gelassen. Und ich denke, schlecht sieht sie jetzt auch nicht aus. Deswegen dachte ich mir, ist das schon eigentlich ganz okay hier. Hier seht ihr jetzt nochmal die Filter, die die Bären mögen. Kommt man gerade ganz kurz sehen. Aber ansonsten habe ich einfach nur so ein paar Bäume, ein paar Büsche, ein paar Felsen platziert. Und dann war das Ganze quasi fertig. Okay, wir waren doch noch nicht fertig. Ich habe noch eine Sache gebaut, nämlich eine ganz wichtige Sache. Ein Unterschlupf für die Bären. Dafür habe ich einfach in der Klippe mir eine Stelle gesucht, wo ich dann so eine kleine Höhle ausgehoben habe, wo die Bären dann auch einen Rückzugsort haben, wo sie geschützt sind vor Regen, wo sie ein bisschen geschützt sind vor den Blicken von den Besuchern. Weil das ist ja auch nicht immer schön, wenn man 24/7 beobachtet wird von irgendwelchen anderen Lebewesen. Also stelle ich mir jetzt persönlich auch nicht so schön vor. Ja, das Ganze habe ich eigentlich relativ simpel gemacht. Habe so halt so eine kleine Lücke gemacht, habe das Ganze dann ein bisschen mit ein paar Felsen und ein paar Klippen abgestützt und dann innen drin einmal noch schön mit Fels angepinselt, weil sieht natürlich unlogisch aus, wenn dann da drin Gras wächst oder sowas. Das ist natürlich nicht so realistisch. Nach draußen habe ich dann nochmal so einen kleinen Erdweg gemacht, das finde ich immer ganz schön. Habe dann nochmal so ein bisschen mit den Säulen abgestützt, aber damit war ich im Endeffekt gar nicht so zufrieden. Und deshalb habe ich das Ganze dann nochmal mit so Baumstämmen ausgetauscht, dass das Ganze nochmal so einen kleinen Kontrast zu der Felswand hat, weil da ist ja schon überall Felswand. Und so habe ich wenigstens nochmal so einen kleinen Baumstamm, Holzrahmen um die Höhle als Eingang. Das fand ich irgendwie ein bisschen schöner. Und ja, dann nochmal einen Schlafplatz rein und oben die Lücke zu, weil da hat nochmal ein bisschen die Sonne reingeschienen. Und zu guter Letzt habe ich dann nochmal den Zaun, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Holz geändert. Und jetzt waren wir wirklich fertig. Ja, meine Freunde, damit ist unser Grizzly-Gehege soweit erstmal fertig, vorläufig. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie es den Grizzlies gefällt. Sie sind ja auf jeden Fall schon am Planschen. Ist das nicht süß? Schaut sie euch an. Ach, wie niedlich. Das ist das erste Mal, dass ich Grizzlies gemacht habe und einen Wasserfall gemacht habe. Ich finde, der ist eigentlich ganz schnieke geworden, der Wasserfall. So, jetzt schauen wir mal. Ja, hungrig ist klar, dass die das sind. Ich habe ja noch kein Futter da reingemacht. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Und wie sieht es denn hier aus? Okay, das Gehege ist groß genug. Hier ist noch nicht alles richtig. Gras kurz ist zu viel vorhanden. Wir brauchen mehr Erde, mehr Fels. Das kriegen wir beim nächsten Mal ohne Probleme hin. Und Bepflanzung habe ich auch nichts falsch gemacht. Aber wir haben tatsächlich noch viel zu wenig Bepflanzung. Das heißt, wir müssen hier noch viel mehr Pflanzen unterbringen. Aber ich finde, das kann auch nicht schaden, wenn wir das hier noch ein bisschen grüner gestalten. Das werden wir alles in der nächsten Folge machen. Da passen wir das an. Das soll es auf jeden Fall für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.